Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. Ich habe heute wieder ein einfaches Projekt für die Nähanfänger unter euch und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich eine Scherentasche nähe. Viel Spaß! So eine Scherentasche möchte ich heute nähen. Sie wird aus zwei Stoffquadraten genäht und diese Scherentasche habe ich aus einem beschichteten Baumwollstoff genäht. Und zwar habe ich beide Stoffquadrate aus einem beschichteten Baumwollstoff genommen für diese Tasche. Da konnte ich mir dann die Flieseline sparen. Verschlossen wird die Tasche zum Beispiel mit einem Klettverschluss. Ihr könnt aber auch Kammsnaps nehmen oder ganz normale Druckknöpfe oder ein Knopfloch machen und die Tasche dann mit einem Knopf verschließen. Hier habe ich, wie gesagt, Klettband genommen und damit man das von außen nicht sieht, eine Spitze zur Schleife genäht und ein Knöpfchen drauf und hier auch noch ein bisschen mit Knöpfen verziert und schon war die Tasche fertig. Die Tasche, die ich heute nähen möchte, möchte ich aus einem Baumwollstoff nähen. Außen, der nicht beschichtet ist. Für das Futter nehme ich einen beschichteten Baumwollstoff und weil das Ganze dann ein bisschen dünn ist und nicht so griffig, werde ich auf den Stoff des Außenteils, auf die Rückseite werde ich Flieseline aufbügeln. Die Stoffquadrate haben eine Größe von 26 x 26 cm. Und ich fange damit an, dass ich die Flieseline auf die Rückseite meines Außenstoffes aufbügel. So, ich habe die Flieseline jetzt auf den Außenstoff aufgebügelt, und zwar auf die linke Seite vom Außenstoff. Wie gesagt, Außenstoff und Futterstoff sind quadratisch mit einer Seitenlänge von 26 cm. Die Flieseline etwas kleiner zuschneiden, 25 x 25 cm, dann werden die Nähte nachher nicht so dick. Dann legen wir die Stoffe rechts auf rechts, Futterstoff mit der rechten Seite nach oben, Oberstoff mit der rechten Seite nach unten. Dann können wir das rundherum etwas feststecken. Und nähen dann zwei Seiten mit einem ganz normalen Geradstich zusammen. Und zwar zwei Seiten, die nebeneinander liegen. Also diese Seite und diese Seite nähen wir zu. Fangen wir hier an, nähen bis hier und dann nach hier und hier am Anfang und hier am Ende verriegeln. Verriegeln heißt, wir fangen hier an zu nähen, nähen dann ein paar Stiche wieder zurück und nähen dann weiter bis nach hier, nähen hier bis zum Ende und wieder ein paar Stiche zurück und wieder ganz bis zum Ende durch. Also diese zwei Seiten zusammennähen und das mache ich jetzt mal. Jetzt habe ich diese beiden Seiten zusammengenäht. Hier ist das Ganze noch offen. Und jetzt legen wir das Ganze so aufeinander, dass auf der einen Seite der Futterstoff zusammenliegt und auf der anderen Seite liegt der Außenstoff zusammen. Hier geht die Nahtzugabe einmal nach rechts und hier geht sie nach links. Das legen wir so zusammen, Naht auf Naht und stecken das einmal fest.
Jetzt haben wir praktisch ein großes Dreieck und legen da schön das alles schön zusammenpasst. Die Spitzen, dass die Spitzen schön zusammenkommen. Und hier unten auch. Und dann müssen wir diese lange Naht einmal zusammennähen. Dazu stecken wir uns das erstmal wieder etwas fest. So, jetzt habe ich das alles schön zusammengesteckt. Einmal hier den Außenstoff, den habe ich mit Stecknadeln zusammengesteckt. Und dann einmal hier das Futter. Da habe ich ja einen beschichteten Baumwollstoff genommen. Da habe ich die Clover Clips genommen. Und hier beim Futterstoff, da müssen wir uns jetzt eine Wendeöffnung lassen. Die können wir uns ein bisschen einzeichnen. Können wir zum Beispiel Wendeöffnung von 3 Inch nehmen. Das sind ungefähr 7,5 cm, wenn ich mich nicht irre. Ja, macht die Wendeöffnung nicht zu klein. Also 7,5 cm könnt ihr die Wendeöffnung ruhig lassen. Dann könnt ihr das nachher nämlich leichter wenden. Jetzt wird also diese lange Naht mit einem ganz normalen Geradstich zusammengenäht. Am Anfang und am Ende wieder verriegeln, wie ich es vorhin schon erklärt habe. Ich habe jetzt hier unten die lange Naht zusammengenäht. Hier habe ich die Wendeöffnung gelassen. Und denkt dran, wenn ihr hier unten die Naht zusammennäht und hier zur Wendeöffnung kommt, da auch einmal wieder verriegeln. Und wenn ihr hier wieder anfangt zu nähen, da auch einmal verriegeln. Jetzt haben wir praktisch alle Nähte geschlossen und können einmal hier die kleinen Ecken abschneiden. Beim Eckenabschneiden natürlich nicht in die Naht schneiden. Dann können wir die Nahtzugaben etwas zurückschneiden, aber da, wo die Wendeöffnung ist, wird die Nahtzugabe nicht zurückgeschnitten. Und jetzt können wir das ganze Dreieck einmal wenden. So, jetzt habe ich das ganze Teil einmal gewendet, die Ecken schön ausgearbeitet. Das mache ich ja immer mit einer Häkelnadel, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Damit bin ich ganz zufrieden, weil man muss bei den Ecken ja immer aufpassen, dass man nicht durchpiekt. Und mit der Häkelnadel ist mir das eigentlich noch nie passiert. Wenn das gewendet ist, bügelt ihr das ein bisschen über, falls ihr beschichtete Baumwollstoffe nehmt. Ich lege da immer ein Tuch drüber und bügel den beschichteten Baumwollstoff immer mit einem Tuch. Und nach dem Bügeln müssen wir ja hier die Wendeöffnung noch schließen. Normalerweise mache ich das immer mit der Hand, aber in diesem Fall bei der Scherentasche innen beim Futter bin ich mal großzügig und nähe da mal einmal knappkantig mit der Nähmaschine dran lang mit einem normalen Geradstich. Am Anfang und am Ende verriegeln, dann ist die Wendeöffnung zu. So, die Wendeöffnung ist zu und wie eine Scherentasche sieht das Ganze ja nun noch nicht aus. Jetzt müssen wir das Futter hier in diesen Außenstoff stecken. Also nehmen wir uns das Ganze und stecken das Futter einmal in den Außenstoff. So, jetzt ist das Futter hier im Außenstoff verschwunden und das Ganze sieht aus wie eine Tüte. Da könnt ihr auch unten schön mit dem Stiel von der Häkelnadel
einmal reinpieken und die Ecke ein bisschen ausarbeiten. Und anschließend das ganze Teil von außen noch einmal bügeln. Ich habe es jetzt noch mal gebügelt und jetzt können wir praktisch hier die Klappe umschlagen und auch noch mal einmal bügeln. So, wenn ihr die Klappe umgebügelt habt, dann müssen wir hier oben noch mal einmal mit einem normalen Geradstrich dran lang nähen. Und zwar hier und dann hier über die Klappe und dann wieder hier bis in die Mitte. Am Anfang und am Ende braucht ihr da eigentlich nicht verriegeln. Ihr könnt zum Beispiel hier anfangen, näht einmal so in die Runde und näht hier ein kleines Stückchen wieder rüber und dann wieder zurück. Also braucht ihr eigentlich nur am Ende verriegeln. Also einmal knappkantig hier oben nochmal drumherum steppen mit einem normalen Geradstich. So, jetzt haben wir also hier oben nochmal knappkantig drumherum genäht. Die Scherentasche ist gebügelt und damit ist die Scherentasche eigentlich fertig. Aber ich möchte doch hier noch einen kleinen Verschluss anbringen. Und zwar habe ich mich da wieder für Klettband entschieden und werde dann hier nochmal einmal Klettband annähen. Und zwar, wenn ihr das auch mit dem Klettband machen wollt, dann müsst ihr die raue Seite, die etwas rauere Seite, näht ihr hier an und die weiche Seite näht ihr dann dementsprechend passend an die Lasche. Das mache ich nochmal eben. So, ich habe jetzt hier nochmal Klettband angenäht und damit man hier von außen die Nähte nicht sieht, werde ich da noch eine kleine Schleife und einen Knopf drüber nähen. So, ich habe jetzt über die Außennähte vom Klettverschluss nochmal ein bisschen Verzierung drüber genäht, damit man die Außenstiche nicht sieht. Und damit ist die kleine Scherentasche fertig. Jetzt wollen wir mal gucken, ob die Schere da auch reinpasst. Passt. Tja, damit ist die Tasche fertig. Wie gesagt, diese Tasche habe ich ja jetzt aus einem normalen Baumwollstoff genäht und das Futter ist aus einem beschichteten Baumwollstoff. Deshalb habe ich eine Fließeinlage dazu genommen. Diese Scherentasche habe ich aus beschichtetem Baumwollstoff genäht und zwar Futter und Außenstoff, beschichteter Baumwollstoff. Der Stoff ist ja etwas fester. Wenn ihr das aus diesem Stoff nähen wollt, könnt ihr die Fließeinlage weglassen. Habe ich auch mit dem Klettverschluss gemacht und dann ein bisschen Zierrat drüber genäht, damit man die Nähte nicht sieht. Ihr könnt die Tasche natürlich auch ohne Verschluss machen oder ihr könnt das mit dem Knopfloch und mit dem Knopf verschließen oder mit dem Druckknopf. Das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Ich fand es ganz praktisch jetzt mit einem Klettverschluss. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und falls ihr es nachnähen wollt, wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen. Tschüss!